Wir starten unseren Rundgang zwischen Faraday-Bau, hier im Bild, dem Curie-Bau, diesem Backsteingebäude, und, wenn wir noch weiter schwenken, dem, ja, sehr schön zu sehen, den Röntgenhörsaal. Und wenn wir hier nach hinten schauen, sehen wir weiterhin, ich zeige mal hin mit dem Finger, so, also hier hinten die Bibliothek, die Curie-Bibliothek und die Praktikumsetage der anorganischen analytischen Chemie kann man hier sehen. Und oben drüber befinden sich dann Büroräume für Mathematik und Chemie. Nicht wundern, warum man sonst nichts hört. Es geht so viel Wind, ich musste es nachsynchronisieren, sonst hört man nur ein Rauschen. So, wir gehen mal Richtung Technikum. Das ist also der Curie-Gebäude. Das nennt sich auch Technikum. Und dann schauen wir mal innen weiter. Jetzt sind wir nicht etwa in den Tropen, sondern im Innenhof zwischen den beiden Haushälften des Curie-Baus mit diesem schönen Glasdach. Ja, sehr hübsch gemacht. Natürlich mit Sitzbänken, wenn man sich mal ausruhen will. Ja, hinten haben wir auch noch einen Hörsaal und die Bibliothek kann ich Ihnen natürlich nicht zeigen, ist natürlich genauso geschlossen. Ja, aber ich zoome mal etwas, mal schauen, ob man das sehen kann. Ja, Curie-Bibliothek, ne? Alles klar. Ja, und hier im Erdgeschoss ist das Praktikum, da gehen wir jetzt auch noch hin für die Anorganik und mit Büroräumen in den oberen Geschossen. So, wir betreten jetzt die Praktikumsräume der anorganischen Chemie. Hier werden Sie Ihr Praktikum anorganische Chemie 1, qualitatives und AC2 quantitative Chemie natürlich erfolgreich abschließen. Ja. Und glaube ich, ja genau, physikalische Chemie haben Sie hier auch drin. Davon sind noch diese Aufbauten hier. Ja. Der Rest ist natürlich leer. Heute wäre auch hier Praktikumsstart, aber so wie es halt verlassen wurde. Ah, hier haben wir noch eine Titration. Das ist schön. Ja, das wird auch ja, etwas sein, was Sie sehr oft machen, bis Sie es perfekt beherrschen. Hier ist sogar noch die Putzlösung in der Bürette. Ha, fantastisch. Ja. Also Titration mit Magnetrührer, wie sich das gehört. Und der wunderbare Sonnenschein draußen. Wir gehen noch mal ein Stückchen weiter. Ja, hier im Wartebereich. Sie sehen, das wollte ich immer zeigen, wenn Sie mal eine etwas größere Reaktion machen wollen, stehen natürlich auch Autoklaven der etwas größeren Art zur Verfügung. Das wollte ich Ihnen nur mal schnell zeigen. Und den wunderbaren Blick in den Innenhof, den wir ja schon gesehen haben. Neben Praktika haben Sie natürlich auch Vorlesungen und Seminare. Und jetzt schauen wir einfach mal. Ja, hier ist ein Hörsaal, ein kleiner Hörsaal. Ja, ich mache mal die Tür auf. So, kleiner Hörsaal. Ja, das ist so ein kleiner Hörsaal. Da Sie aber im Studiengang ja nie mehr als 30 Mann sind, reicht das natürlich völlig aus. Sieht aus wie ein Klassenraum, gebe ich zu, mit Tafel, wie Sie das aus der Schule kennen. Ja. Also die Seminarräume haben mit dem Klassenraum schon viel Ähnlichkeit. So, damit Sie nicht denken, so sieht das der Dozent. Ja, schauen Sie mal an. Haha, wie sieht man das alles? Ich. Ja, und als Student sitzen Sie dann so da und lauschen dem weisen Worten des Vortragenden. Ja, hey, den weisen Worten, das klingt gut. Ja, gut. Nachdem mir der nette Hausmeister jetzt hier den Hörsaal aufgeschlossen hat, kann ich Ihnen zunächst mal die Vorbereitungsräume für die Vorlesung. Hier werden also Experimente, die Sie dann während der Vorlesung betrachten können, vorbereitet. So, jetzt gehen wir hier durch diese schmale Türe in den Hörsaal. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes als der kleine Hörsaal, in dem wir vorhin waren. Ja, das ist also der Röntgenhörsaal und ja, jede Menge Platz für Studenten. Ja, natürlich mit Technik, ja, jede Menge Beamer, 3 Stück an der Zahl. Da kann das Wissen nur so auf Sie herabregnen. Auch hier machen wir die Probe aufs Exempel und gehen mal nach oben. So, also das ist der Blick, wenn man Student ist. Ja, auf jede Menge Tafeln. Ja, da kann sich der Dozent nach Belieben austoben und Sie entsprechend viele wunderbare Sachen lernen. Natürlich unten mit Experimentiertisch, ne, da gibt es noch einen fahrbaren Abzug für Experimente, Periodensystem, wie sich das gehört. Okay. Sollte Sie mal ein Hüngerchen plagen, sind wir jetzt hier in der Cafeteria. So, die ist direkt vor dem Hörsaal gelagert. Und da können Sie sich dann mit Essen versorgen. Natürlich momentan auch geschlossen.
alle Schotten dicht. Aber ganz wichtiger Punkt, die Mensa. So, jetzt sind wir ganz direkt vor dem Faradaybau. Ich musste mich hier in etwas windstillerer Ecke verkrümeln. Ich fürchte, es rauscht auch so schon genug. Ja, das ist also die Physik. Jo. Oh, ganz nach oben gefilmt mit dem kleinen Ausguck. Oben ist der studentische Arbeitsbereich, ja, direkt hinter dem Ausguck. Hinter dem Alkoven natürlich, richtig, genau. Parkplatz schön leer, nur ein Hausmeister ist da. So, jetzt in den altehrwürdigen Hallen der Physik. Hier am Georg-Schmidt-Technikum, jetzt sieht man auch, warum das so heißt. Da ist er, der gute Mann. Und das ist jetzt, ja, Aufgangsbereich der Physik. Natürlich alles ohne Studenten, ja. So. Ja, hier wären wir jetzt in einem Forschungslabor. Natürlich alles im Dornröschenschlaf. Ja, hier liegen also noch die Sachen, die die Studenten abgelegt haben. Genau zu sein ist das also ein Raum, in dem die Doktoranden bei uns arbeiten, eventuell noch Nachholer, die also das Baktium nochmal wiederholen müssen oder so. Ich hoffe, sie gehören da nicht dazu. Gottes Willen. Abzüge, Autoklaven, Trockenschränke. Hinten soll da eine Klavbox hinkommen, die ist schon da, natürlich kann sie keine aufstellen im Moment. Rotationsverdampfer, was eben so dazugehört im Labor. Ja, ich denke, hier lässt sich gut arbeiten, Platz ist auch. Also, die Räume warten auf Sie. So, wieder draußen aus der Physik. Ich gehe mir noch ein Stückchen hier lang. Sie hören schon, ich muss wieder nachsynchronisieren. Der Wind hat noch etwas zugelegt, man hört sonst nur Rauschen. Unten sehen wir schon das Ziel, der Heliusbau soll das Ziel sein. Und hier nochmal. Jawohl, jetzt kann man es auch lesen. Das ist also der Faraday-Hörsaal, befindet sich in diesem verglasten Gebäude, ja, hinter der Tür quasi, geradeaus. Und nochmal rückblickend einen Blick auf die Physik mit dieser hübschen Wendeltreppe außen lang. Und wir gehen jetzt diesen Weg hier entlang. Bei bestem Wetter, was man in Ilmenau erwarten kann. Ilmenau Himmelblau passt heute wunderbar. Darunter, genau zu diesem Backsteinbau, wollen wir jetzt gehen. Ja, da gibt es ja so einen kleinen Weg entlang. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ja, und da laufen wir jetzt einfach mal runter Richtung Heliusbau. Genau. So, jetzt direkt vor dem Heliusbau. Also unten haben wir die physikalische Chemie, Mikroreaktionstechnik und oben die Biologie. Ja, und hinten im flachen Anbau die Praktikumsräume, organische Chemie. Unten im Keller gibt es dann Biologie und in der ersten Etage ist die Lichttechnik mit den freundlichen Mitarbeitern angesiedelt. Also jetzt auf dem Weg ins Praktikum. Es gibt Spinde, ein ganz deutliches Zeichen. Hier geht es ums Praktikum. So, hier sind wir, kann man sehen, Chemiepraktikum. Okay, ich mache mal die Tür auf, hier mit Karte. Knack. Und hinein in die heiligen Hallen. Ja, Sie sehen typische Praktikumsarbeitsplätze. Abzüge, wie sich das gehört. Alles leer, alles wartet nur auf Sie, dass Sie mit Ihrem Praktikum hier beginnen können. Ja, so. Stickstofftank für flüssigen Stickstoff. Arbeitsplätze, noch mehr Abzüge. Aufwaschbecken, sehr wichtig. Alles wird automatisch dreckig, wenn man mit Chemie zu tun hat. Alles wartet nur darauf, dass Sie hier sind und mit dem Praktikum beginnen können. So, jetzt sind wir hier in einem Bereich der Biologie. Leider komme ich ins Biologiepraktikum nicht, weil die Tür verriegelt ist und ich habe keinen Schlüssel. Aber wir können mal so einen kleinen Blick in einen Bioraum werfen. Ja, also hinten haben wir die Biobench, ja, Arbeitsplätze und wie immer, alles wartet nur auf die Studenten. Damit endet unser kleiner Rundgang auch schon. Ich hoffe, Sie konnten einige Impressionen und Eindrücke mitnehmen. Und möchte Sie hier auch nochmal daran erinnern, wenn Sie Fragen zum Studiengang Biotechnische Chemie haben, Sie können sie gerne auch unter diesem Video posten und beantwortet werden sie dann am 25.04. in der Zeit von 10 bis 12 Uhr von Professor Ritter. Link und alles weitere natürlich in der Beschreibung. Damit bleiben Sie gesund und mir gewogen.